So, willkommen zurück, meine Freunde. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Ich habe jetzt das ganze Video aufgenommen, in mir einen Ast abgelabert, aber das leider muss ich sagen, schlechte Nvidia GeForce Experience hat sich einfach mal gedacht, ach, ich stelle dem Jay das Mikro um von seinem Mikro auf ein Mikro, das er gar nicht installiert hat, das irgendwann mal installiert war, und sag ihm gar nichts und ja, dann lasse ich ihn mal ins Leere sprechen. Also, ja, danke Nvidia für diesen tollen Fail. Und wir merken uns, bevor ich YouTube-Videos aufnehme, sofern ich mit Nvidia GeForce Experience aufnehme, ja, da muss ich jetzt auch vorher immer noch mal gucken, ob das Mikro richtig eingestellt ist. Alles klar, check. So, in dem Sinne, wir haben jetzt hier das Schüttgut rangiert und jetzt müssen wir das nur noch zack abkoppeln und dann müssen wir hier ans Nebengleis fahren. Und auch das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Ihr seht ja, es ist gleich hier vorne. Da müssen wir halt nur mal schauen, dass wir, genau, zack, das Gleis richtig einstellen. Und in dem Sinne würde ich sagen, volle Kraft voraus. Oh, ist jetzt los? Was war jetzt das? Okay, toll. Ja, also Leute, ganz ehrlich, was geht denn hier ab? So, okay, in dem Sinne, volle Kraft voraus. Mann, 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 Alter, was für ein... Also Nvidia, ey, ich hasse dich gerade, wie du am Rumfällen bist. So, gut. Hoffen wir einfach mal, dass das jetzt funktioniert. So, ich wollte gerade sagen, ich bimmel jetzt. Ach ja, wie schön könnte das Leben sein ohne solche Fail-Programmierung. Also, das Schüttgold stellen wir hier hinten ab und die Kessel jetzt hier vorne. Gut, so in dem Sinne. Schauen wir mal, ob das klappt und dann haben wir es vielleicht auch schon geschafft. So, wie sieht es hier hinten aus? War auch nicht viel schlechter. Ja, dann volle Bremsekraft vorein, voraus. Ja, vorein, voraus. Haha. Aber wir lassen es wieder ein bisschen rollen. Wir gehen es hier gemächlich an. So, noch ein bisschen rollen lassen. Das soll ja auch möglichst gerade dastehen, nicht wahr? So, hier vorne ist auch noch Platz. Nochmal nach hinten gucken. Okay, super. So, ich würde sagen, hier steht's gut. Mal sehen, ob der Herr das auch so sieht. Ja, bimmeln ausmachen. Halten Sie am Lorenz-Nebengleis, bringen Sie die Kesselwagen nach Lorenz-Nebengleis. Das heißt, wahrscheinlich muss ich dann auch nochmal abkoppeln. Und dann haben wir es geschafft. Oh, wie mich das gerade aufregt. Jetzt habe ich hier dieses ganze Video aufgenommen ohne Gelaber, beziehungsweise mit Gelaber, aber halt... Okay, so, jetzt nochmal abkoppeln. Ich denke, das werden wir auch noch hinbekommen. Und zwar hier. Zack. Und sie da, Zugbegleiter, wir sind fertig für den Abend. Diese Lokomotive bleibt über Nacht hier, damit sie für die morgigen Aufgaben bereit ist. Alles klar, so, wir haben es geschafft, geil. Applaus an uns selber und wie immer 0 Punkte, aber macht nichts. Guck mal, Erfolge entsperrt. GP40-2 Loco Pack Grand Prix, also so schlecht war es dann wohl doch nicht. Und ja, was soll ich sagen, ne? Wir haben es geschafft. Geiles Ding. Sorry, dass ich da am Anfang kein Gelaber drin habe, obwohl ich viel gelabert habe. Ich sag, ja, ich würde jetzt gerne GeForce Experience aufs Übelste beleidigen, aber ich halte mich mal zurück. Ich sag nur eins, es ist echt schlecht, dass die Software hier einfach mein Mikro auf ein Mikro umgestellt hat, das ich nicht habe und ich deswegen gar nicht reden kann, weil das Mikro, das eingestellt war, ja gar nicht angeschlossen ist. Ja, das heißt, bevor ich jetzt egal was auf YouTube aufnehme, ich werde immer vorher GeForce Experience öffnen, Aufnahme, Mikro und dann selbst, wenn es richtig eingewählt ist, zack, nochmal einstellen. Und in dem Sinne, macht's gut. Ich hoffe, ihr konntet das Video auch ohne, also mit Ingame-Sound, aber ohne mein
Gelaber genießen und im nächsten Video gibt es dann wieder Gelaber. In dem Sinne, stay frosty, bis dann, euer Jay, bye.